Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es in diesem Video, was ich so alles auf eine Städtetour bzw. in Urlaub in meinem Kamerarucksack habe, wie viele Taschen ich mitnehme, was ich wohl besser zu Hause lassen werde. Beginnen wir ganz klar mit dem Kamerarucksack. Ich habe mir jetzt hier einen neuen gekauft, ziemlich günstig, kostete damals aktuell 45 Euro. Was ich toll fand ist, oder was ich immer noch toll finde, sind die Seiteneingriffe. Er bietet genug Platz für ein kleines Kamera-Equipment. Ich habe hier oben noch ein Fach, wo so einige Sachen hineingehen. Und da werde ich einfach meine Kamera unterbringen, mein Gimbal, der womit geht, die kleine GoPro und die Kamera, mit der ich jetzt hier aktuell dieses Video aufzeichne, denn ich will ja auch einige Videos dort unten drehen. Es ist kein Strandurlaub, von daher kann ich schon von vornherein abwägen, welche Objektive werde ich mitnehmen, welche werde ich wohl besser zu Hause lassen, was brauche ich denn letztendlich wirklich, denn ich bin dieses Jahr auf den Zug aufgesprungen. Weniger ist oftmals mehr. Ich werde komplett auf irgendwelche Telebrennweiten verzichten, denn ich habe eine Telebrennweite 70 bis 300, so eine alte Tamron-Scherbe und naja, ich bin mittlerweile andere Qualitäten gewöhnt. Ich habe letztes Jahr damit ein einziges Foto in Schottland gemacht und auch dieses Bild ist dann direkt in die Tonne gewandert. Da fehlt es an Abbildungsleistung, da fehlt es an Schärfe. Die Farben gefallen mir nicht. Also nein. Oder dieses Objektiv ist jetzt nicht mein Favorit. Okay, welche Tasche nehme ich noch mit? Ich habe dann hier noch eine Revolvertasche. Da passt genau eine Kamera rein mit meinem Objektiv, die Sony Alpha 7 II. Und zwar mit meinem Standardobjektiv, mit meinem immer drauf, 24 bis 70 mm von Sony Zeiss. Eine sehr gute Linse für immer drauf. Sehr, sehr scharf. Nicht so scharf wie der Sigma, aber sehr, sehr scharf. Und von daher ist es mein immer drauf. Diese Tasche kann ich sowohl umhängen als auch an einen Gürtel befestigen. Von daher ist sie immer sehr nah bei mir. Ich habe die Kamera griffbereit für das notwendigste Equipment auf der Tagestour, wo man mal ausfindig machen möchte, welche Spots sind denn überhaupt fotografierenswert, ist diese Tasche ausreichend. Und sie ist natürlich nicht so schwer, denn da geht ja nur ein Objektiv mit der Kamera rein. Was kommt noch mit? Ein ganz normaler, herkömmlicher Sportrucksack. Ganz normal, einfach nur für Getränke, eventuell was zu essen oder sonstiges, ein T-Shirt zum Wechseln, keine Ahnung. Das nehme ich auch mit. Welche Kameras werde ich mitnehmen? Und zwar ganz klar meine Sony Alpha 7 Mark II. Mein bisher bestes Schätzchen. Ich glaube, abgesehen von der 7 Mark II gibt es aktuell für mich keine bessere Kamera. Die A9 ist für mich jetzt gar nicht interessant. Auch wenn die sicherlich einige Features drin hat, die wo für mich toll wären. Aber für mich sind Serienbildgeschwindigkeit nicht ausschlaggebend. Ich bin kein Sportfotograf, ich fotografiere Landschaften und die Landschaft läuft dir am meisten nicht weg. Von daher kann ich darauf getrost verzichten. Eventuell die 7 Mark III, wenn sie dann rauskommt, oder dann eben die 7 R2 oder auch 3. Wer mir die zur Verfügung stellen möchte für einen Test, ganz gerne mich kontaktieren. Die Kontaktinfos befinden sich oben in der Kanalinfo. Okay, die Sony 7 Mark II kommt mit. Und ich habe hier eine 4K-Kamera, No Name, die wird einfach auf den Gimbal geschnallt und werden dann die Slow Motions abdrehen. Wir drehen damit 120 Frames pro Sekunde in Full HD und da kann man wunderbar Slow Motions draus machen. Ein tolles Gerät dafür, auch für Timelapse-Aufnahmen wunderbar geeignet. Zum Fotografieren eher ungeeignet, dafür ist der Sensor zu schlecht, aber für ein paar Videos ist es vollkommen ausreichend. Was noch mitkommt und wo ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, ist die Kamera, die gerade aufzeichnet. Das ist die Sony DXT-H60. Ich glaube, die heißt so. Wenn nicht, ich blende es dann unten nochmal richtig ein. Und die wird dann meist die Videos aufzeichnen, die ich da unten abdrehen möchte. Ja, und das sind die Kameras, die so mitkommen. Auf meine Fotoreise kommen noch zwei Stative mit. Einmal habe ich hier ein Leichtgewicht. Das ist ein Carbon-Stativ von Rollei. Fragt mich nicht nach der Bezeichnung. Irgendwo steht es hier drauf. Ich blende es nachher im Video ein. Das Stativ wiegt
900 Gramm inklusive Stativkopf. Und das kommt dann immer mit, wenn ich die Revolvertasche dabei habe. Einfach um ein leichtes Rundum-Paket dabei zu haben, falls man doch mal was machen möchte, hat man ein Stativ dabei. Und alle Stative habe ich jetzt mittlerweile umgestellt auf RK Swiss. Ich habe mein komplettes System auf RK Swiss umgestellt. Und hier bei dem Vanguard ist aktuell noch keine RK Swiss Adapterplatte drauf. Die schraube ich aber nachher auf. Das Stativ kommt auch mit. Das ist ein sehr, sehr stabiles Stativ. Das kann man auch in den reißenden Strom stellen und man muss nicht unbedingt Gefahr laufen, dass das Ding wegreißt. Auf jeden Fall, der nächste Grund ist, warum ich das mitnehme, ist, ich kann die Mittelsäule waagrecht aufspannen. Und das möchte ich einfach nutzen, damit ich von Abhängen nach unten fotografieren kann in einer Langzeitbelichtung. Und die andere Seite wird dann mit der Revolvertasche stabilisiert, sodass es nicht wieder nach vorne kippt. Und dafür ist es durch. Dafür werde ich es mitnehmen. Ich wollte ursprünglich meinen Manfrotto Magic Arm mitnehmen, aber der Magic Arm hat so ein bisschen seine Probleme mit dem Gewicht der A7 und dem Sigma vorne dran. Der Sigma wiegt schon allein über ein Kilo oder ein Kilo. Ich habe gar keine Ahnung, wie schwer es ist. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr recht schwer. Und es hat auch wirklich Glas innen drin. Es fühlt sich gleich so an. Das ist wirklich ein schweres Objektiv. Und da hat der Magic Arm, den ich besitze, hat da ein bisschen Probleme mit dem Gewicht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Pistolengriff ist super. Ich habe mich so daran gewöhnt. Und da ich jetzt auch da eine Adapterplatte, eine RK-Sys-Adapterplatte für hier drauf habe, brauchte ich keinen neuen Pistolengriff mehr anschaffen. Der Pistolengriff hätte mich nur, glaube ich, 199 Euro gekostet. Und die Revolver und die RK Swiss Adapterplatte hat mich, glaube ich, 6, 7 oder 8 Euro gekostet. Darum habe ich mich für diese Variante entschieden. Diese beiden Stative kommen mit auf die Reise. Warum und wieso kommen diese Objektive nicht in meinen Reiserucksack? Beginnen wir mit dem 70-300 von Tamron. Wie vorhin schon erwähnt, mir ist die Abbildungsleistung zu schlecht. Das scharfe Ergebnis ist mir zu schlecht. Gefällt mir vom Gesamtpaket überhaupt nicht. Die Farben gefallen mir nicht. Ich bin sowieso kein Telebrennweitenfotograf. Von daher bleibt das zu Hause. Ich brauche dieses Objektiv einmal im Jahr, wenn ich den Vollmond fotografieren möchte. Dann die 90mm Tamron Makrolinse 2.8. Eigentlich ein ganz gutes Objektiv mit dem LAEA4 Adapter. Damit habe ich auch einen Autofokus und ja, aber auch der kommt nicht, oder auch dieses Objektiv kommt nicht mit, da ich zu 99% an der Location keine Makroaufnahmen anfertigen werde. Dann habe ich jetzt hier noch die 50mm Festbrennweite, eine alte Minolta-Scharfe, eigentlich ein ganz gutes Objektiv mit einer 1,7er Blende, aber 50mm, ja, man könnte es in Verbindung des LAEA4 Adapters ganz gut an der Sony Alpha 7 brauchen, aber dafür habe ich dann meine Zeiss-Linse, die ja 24-70mm auf Blende 4 abdeckt. Was kommt noch nicht mit? Ich habe hier eine Valimax 85mm 1,4er Porträtobjektiv. Ich werde keine Porträts dort anfertigen, von daher brauche ich es nicht mit. Die Linse ist an und für sich okay, die ist vollkommen in Ordnung für das Geld, was es denn aktuell kostet. Hätte eigentlich einen Platz verdient, aber wie gesagt, ich mache keine Porträtaufnahmen. Was dann auch nicht mitkommt, ist Samyang 14mm 2.8. Das 2.8er, super ideal für die Milchstraßenfotografie. Wenn ich es nicht dabei habe, werde ich die Milchstraße auf gar keinen Fall fotografieren und mir gefällt das Gesamtpaket der Schärfe nicht so. Ich bin ein bisschen Tokina verwöhnt. Ich habe das Tokina 11-16mm in der 2er Variante, eine wirklich sehr, sehr scharfe Variante. Die 1er Variante ist längst nicht so gut wie die 2er. Und da auf meiner APS-C-Kamera war ich schon sehr verwöhnt. Ich dachte, die Samyang kommt da einigermaßen ran, aber nein, das Komplettpaket der Schärfe gefällt mir da jetzt nicht so gut. Deswegen bleibt die auch zu Hause. Wenn ich dann eine Aufnahme machen möchte, die eben mehr aufs Bild bringen muss, dann werde ich einfach mehrere Fotos nebeneinander in ein Panorama umrechnen und dann habe ich auch die Brennweite, die Ultraweitwinkelbrennweite und aber mit deutlich schärferen Objektiven. Und um das geht's nur, ich will bestmögliche Abbildungsleistung, ich will bestmögliche Qualität liefern und das kann ich einfach nicht mit naja, günstigeren Linsen, sage ich mal so. Kommen wir jetzt zu den Linsen, die ich mitnehmen werde und es sieht recht wenig aus. Ja, es ist auch minimalistisch, ich werde nur zwei Linsen mitnehmen. Einmal hier das gute 24-70 Zeiss Sony Objektiv, Blende 4, 4 immer drauf.
und für die wirklichen Fotos das 1,4er 35mm von Sigma. Das ist wohl meine beste Anschaffung, die ich jetzt jemals gemacht habe. Die Kohle war wirklich gut investiert, denn das hat eine enorme Schärfe. Ich kann es gar nicht beschreiben. Da hat Sigma wirklich einen guten Job gemacht, in Verbindung auch mit dem LAR 3 Adapter, der mir das dann erlaubt, das Ganze an einer Vollformat Sony Alpha 7 II zu betreiben, weil es ist ja eigentlich ein Armmount-Objektiv und mit diesem Adapter geht das problemlos. Kommen wir jetzt zu dem Kleinkram, der aber doch nicht zu verachten ist. Als allererstes habe ich hier einen 3-Achsen stabilisierten Gimbal, da wo ich die 4K-Kamera vorne anbringen kann. Und damit haben wir immer ein stabiles und ausbalanciertes Bild. Für diesen Gimbal habe ich zwei Sätze an Akkus, für zwei Batterien, also vier Batterien an Akkus. Das Ladegerät dazu kommt auch mit. Dann habe ich hier einen Panoramakopf. Da kann ich auch wunderbar die kleine 4K-Kamera aufschrauben, aber auch die Kamera, die gerade aktuell filmt und wirklich schöne und bewegte Timelapse-Aufnahmen mitmachen. Das ist wunderbar. Dafür ist der ist auch akkubetrieben, wird noch aufgeladen. Kommt auch mit. Hier ist die AK Swiss Platte, die auf das Vanguard Stativ draufgeschraubt wird, damit ich diesen L-Griff, und der L-Griff war wirklich nicht teuer, der hat nur 11 Euro gekostet. Es gibt eine andere Variante, die kostet über 100 Euro. Tut's für mich genauso. Ich habe jetzt nichts gemerkt, dass es nicht sauber laufen würde oder irgendwie haken. Nein, es ist alles vollkommen in Ordnung. Lässt sich wunderbar reinschieben, wenn man es aufgeschraubt hat, zuschrauben und das Ding hängt bombenfest. Das gleiche, was ich natürlich noch machen kann, ist das Ganze in Hochformat. So, bombenfest, ja, hebt. Eine tolle Sache. Alle Geräte oder alle Arbeitsmaterialien auf AK Swiss umgestellt. Auch die Kamera, die gerade filmt, die hat einen AK Swiss Adapter unten drin, damit ich den jeweils da draufstecken kann. Dann habe ich hier ein 4er Set an AA-Batterien, das sind Akkus, die sind aufgeladen, die kommen mit für meinen Zoom-Recorder, den ihr gerade nicht sehen könnt, der den Ton hier gerade nimmt, die Kopfhörer kommen mit, damit ich den Ton selber nehmen kann, damit ich auch höre, ob wir irgendwelche Geräusche haben, die gerade nicht so passen und ob ich eventuell das ein oder andere nochmal neu sprechen muss. Dann kommt das Lavalier-Mikrofon mit und kommen wir noch zu den Filtern. Ich habe jetzt hier dieses Filterset. Das kommt auch vorne an das Objektiv mit diesen, also ich nehme einen 1000er ND-Filter mit. Ich glaube nicht, dass ich ihn brauche. Vielleicht werde ich mich auch dagegen entscheiden und ich werde ihn einfach zu Hause lassen, da wieder reinpacken und das war's dann. Was ich aber mitnehmen werde, ist auf jeden Fall diese Glasplatte und das ist der Verlaufsfilter. Der ist mir ganz wichtig, denn er dunkelt den Himmel ab. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so vielleicht auch schon erkennen kann an mir, dass, wenn ihr jetzt da durchschaut, der Bereich jetzt hier eben dunkler wird und nach unten hin immer wieder, also immer heller wird. Das ist ganz wichtig für die Landschaftsaufnahme. Mir war es wichtig, dass es aus Glas ist, aus hochvergütetem Glas, kostet ein bisschen mehr, aber wie schon bei den Objektiven gesagt, ihr könnt nicht oder ihr solltet euch nicht eine Kamera für 1500 Euro anschaffen und dann vorne die Objektive oder die Gläser, die ihr vorne drauf schraubt, dann kein Geld mehr bezahlen wollen, wegsparen, das bringt es nicht, denn nicht die Kamera macht das Bild, sondern das Objektiv da vorne dran ist dafür verantwortlich. Und je besser deine Gläser im Vorfeld sind, umso bessere Ergebnisse wirst du erzielen. Natürlich ist die Kamera schon auch ein bisschen damit wichtig, um das Ganze gut abzulichten, um das Ganze gut zu verarbeiten, aber ausschlaggebend sind die Objektive. Also ihr könnt nicht mit einem 300-Objektiv erwarten, dass ihr das Gleiche erzielen werdet wie mit einem 1000-Euro-Objektiv. Das Gleiche gilt hier auch für den Polfilter. Der Polfilter ist jetzt hier auf einem Filtergewinde aufgeschraubt. Dieses Filtergewinde ist jetzt hier für das Zeiss-Objektiv. Das gleiche Filtergewinde habe ich auch für die 77mm, also für das Sigma-Objektiv. Der Polfilter passt auf alle drauf. Kommt man so reingespannt, hält dann am Objektiv dran. Da kommt dann der Polfilter drauf
Ich habe hier, dieser Pullfilter von der Marke H ist wirklich für mich, also ich habe jetzt schon einige billigere gehabt, ein Hochleistungswerkzeug, um die Spiegelungen gut rauszubekommen und um die Farben zu verstärken, die Kontraste im Bild zu verstärken. Die sind ja immens wichtig, weil sonst, wenn ihr keine Kontraste drin habt, wirkt alles so flau. Für die 4K-Kamera kommen 3 Akkus mit. Für die A7 kommen 4 Akkus mit. Die jeweiligen Ladegeräte kommen mit. Und dann noch einmal hier ein aufladbares Akkusystem für den Zoom-Recorder. Ich glaube, 3 oder 4 Speicherkarten werde ich mitnehmen. Und dann nochmal 3 Micro-SDs für die Aufnahme und für die 4K-Kamera. Vielleicht sogar auch 4, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall werde ich mich hier aufs Minimale begrenzen. Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, jetzt geht es dann auch bald los und ich freue mich drauf. Es wird eine tolle, aufregende Woche. Ich bin dann unten nicht nur, um zu fotografieren. Wir wollen so 3, 4 Abende einige Videos aufzeichnen. Wir wollen mit so einem Stop-and-Hop-Bus in der Nacht, beziehungsweise erstmal am Tag abfahren. So richtig schön klassisch, richtig schön Touri-klassisch abfahren, damit wir die Spots erstmal kennenlernen. Und dann werden wir uns ein Nachtticket besorgen. Da können wir 24 Stunden, soweit ich es jetzt begriffen habe, damit fahren. Und ich kann aussteigen, wo ich möchte und wieder einsteigen in den nächsten Bus, der vorbeikommt. Und das möchten wir nutzen. Wir wollen verschiedene Spots anfahren, da ein paar tolle Aufnahmen machen, ein paar Videos drehen. Ja, und ich hoffe, ich komme mit einem schönen Ergebnis hier wieder zurück. Okay, jetzt wisst ihr, was ich mitnehme. Wenn der Rucksack gepackt ist, lasst es euch wissen, was er wiegt. Ich schätze mal, also er dürfte jetzt, ja, die Sony wiegt 500 Gramm. Mach mal 700. Das Sigma wiegt 1 Kilo, 1700. Das Zeiss wiegt 700. Sind wir bei 2,4. Also ohne Stative sollen wir nicht über 4 Kilo kommen. Und genau dahin soll es gehen. 4 Kilo sind geil, die sind tragbar. Und ich werde dieses Mal absichtlich auf einen Zweitbody verzichten. Ich hätte ja noch die 77 Mark II. Aber da hatte ich das Problem, dass ich komplett andere Objektive mitnehmen müsste. Und das wurde es schon wieder alles schwerer machen. Ich hatte die 77 Mark II und damals die Alpha 68 mit in Schottland. Die Alpha 68 habe ich, glaube ich, einmal ausgepackt. Und ja, warum soll ich es mitnehmen? Leute, denkt dran, weniger ist oftmals mehr. Mit weniger seid ihr begrenzt, das ist richtig, aber dann lernt ihr euer Auge zu schulen. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook. Die URL befindet sich in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ich dich als neues Mitglied in meiner neuen Kitea-Member-Facebook-Gruppe begrüßen durfte. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.